125 Jahre Wir. Wir, das ist die Volksbank Schermbeck, die mit hervorragenden Ergebnissen und Zahlen ins Jubiläumsjahr startet. Kein Wunder, denn Rückenwind bekommen die Banker durch ihre guten Ergebnisse, sprich Kunden, Gesamtvolumen und Bilanzsumme. Lösungskompetenz in Zeiten des Wandels zu beweisen, das hatte sich die Volksbank für das vergangene Jahr vorgenommen. Ein hartes Stück Arbeit für alle aktuell 72 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aber, wie Norbert Scholt heute betonte, mit großem Erfolg erledigt wurden. Und damit ist Norbert Scholtold sehr zufrieden. Wir sind mit den Zahlen aus dem Jahr 2015, aus dem Geschäftsjahr, sehr zufrieden. Für uns als Genossenschaftsbank die Mitgliederzahl ist auch eine sehr wichtige. Die konnten wir steigern. Wir haben 400 neue Mitglieder gewinnen können und haben jetzt insgesamt 10.854 Mitglieder zum Jahresende gehabt. Und auch das Volumen und die Geschäfte, die wir mit den Mitgliedern und Kunden gemacht haben, sind deutlich gestiegen. Deutlich gestiegen, das heißt? Insgesamt das Kundengesamtvolumen, also alle Kredite und alle Kundeneinlagen zusammen, sind deutlich gestiegen um 47 Millionen oder 5,6% auf jetzt 879 Millionen. Sowohl bei den Kundenkrediten konnten wir ein deutliches Wachstum verzeichnen, 4,3% ist da das Volumen gestiegen, Kundeneinlagen insgesamt auch ein deutliches Plus von 17%. Insgesamt, wobei da auch die Wertpapiere mit enthalten sind, die im Jahr 2015 auch gut nachgefragt wurden. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen ist die Volksbank Schermbeck in der Lage, das Eigenkapital deutlich zu dotieren. Und vor allen Dingen können wir auch eine 6%ige Dividende, die wir wohl der Vertreterversammlung vorschlagen werden, ausschütten. Mit Blick auf das Jubiläumsjahr 2016 verwies Rainer Schwarz auf die Diskrepanz zwischen dem politischen Handeln und der genossenschaftlichen Selbsthilfe der Menschen in der Volksbank Schermbeck, und besonders die Niedrigzinspolitik bereitete dem Banker große Sorgen. Und Sie müssen sich ja einmal vorstellen, die Bedingungen für örtliche Regionalbanken sind ja unter dem Gesichtspunkt der Demografie des regionalen Wirtschaftsraums, in dem wir leben, der Regulatorik, die uns bürokratisch unheimlich viele Aufgaben stellt, denen wir uns stellen müssen. Und auch besonders die Niedrigzinspolitik macht uns Sorgen, nämlich da werden in den nächsten Jahren die Erträge deutlich zurückgehen. Nichtsdestotrotz möchte die Volksbank Schermbeck das Jahr 2016 mit einer positiven Einstellung bewältigen. Wir werden unser 125-jähriges Jubiläum feiern, und zwar mit diversen Veranstaltungen. Wir sind besonders im Vorstand stolz darauf, dass die Mitarbeiter das komplette Jahresprogramm in eigener Regie gestalten. Die überwiegende Zahl der Mitarbeiter hat sich bereit erklärt, in 9 verschiedenen Projektgruppen umfangreiche Programmgestaltungen vorzunehmen. Die Highlights dazu starten bereits in der kommenden Woche, und zwar am 26. Januar eine Ausbildungsmesse mit der Gesamtschule Schermbeck veranstalten, und unsere Firmenkundenbank konnte dazu 30 Unternehmer gewinnen, die dann mit der Gesamtschule Schermbeck für Ausbildungsplätze werben. Darüber hinaus werden wir am 15. März, dem Tag unseres Geburtstages, eine Ausstellung hier in Schermbeck eröffnen, wo wir die Geschichte der Volksbank Schermbeck präsentieren werden. Ein weiteres Highlight wird der Tag der Vereine sein. Im Juni auf dem Sportgelände des Tuscan. Wir erhoffen hier eine hohe Teilnehmerzahl der Vereine, die sich dort präsentieren können. Es soll ein bunter Familientag an einem Sonntag werden. Und Ende August werden wir hier rund um die Volksbank an der Mittelstraße einen Tag der offenen Tür gestalten. Also auch für unsere Mitglieder und Kunden soll es ein runder Tag werden, wo wir dann gemeinsam unser 125-jähriges Jubiläum feiern werden. So Rainer Schwarz mit Blick auf das Jubiläumsjahr unter dem Motto 125 Jahre Wir.